Na, wann kommt die nächste rum? Ich würde es gern nicht verschwenden. Okay, war das schon alles? Das war doch bestimmt noch nicht alles. Okay. Verdächtig ruhig hier. Na klar. Warum lebt denn er noch? Da oben schießt jemand mit Feuer. Ja. Wer schießt denn da? Ach, der. Ja, hier. Ja. Scheiße, er lebt noch. Kacke. Wie hat er das überlebt? 5 Schüsse im Kopf. Drei Pfeile. Wären das gar nicht weniger. Ach, scheiße. Wo ist er denn? Da. Oh, Pfeile. Der Schuss wird nicht reichen. Na komm, na komm. Das ist doch noch jemand. Ich habe da eben jemanden verschwinden sehen. Na toll. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Okay. Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Das war ja klar. Es gibt Rache. So, wie kommen wir jetzt hier rüber? Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ich gehe hier erstmal rüber. Erstens looten und zweitens mal gucken. Wenn der ist sehr weit runtergefallen. Okay. Kann man jetzt nicht sehen, ob was überlebt hat. Ist eine Leiter. Tja, das war jetzt scheiße. Na, die ganzen Palast da wollen wir hin.
Ach, na toll. Also. Punkt hinter weiter. Ja, komm. Holy shit. Ich hab sie! Wer war das jetzt? Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Herzlichen Dank. Roth. Ja? Grim ist tot. Das weiß sie nicht. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen. Damit es auch sanft gefallen ins Wasser. Hat. Grim, du. Sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Da sind ein paar Leute. Achso, ich darf schießen oder was? Ja. Ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Ich sag grad fast los, das könnte ich schießen. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Konzentrier dich aufs Schießen. Das ist sehr groß, wenn ich dadurch renne. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Wir schauen eure Schusssequenz. Da werden wir nochmal drauf. Okay, und verbeil dich mal. So, wir müssen zu dem Palast dort, oder? Ja. Na toll. Ich hoffe, hier gibt es keine bösen Überraschungen. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Sieht aber nicht so aus. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Die Brücke. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Ist leer. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Da kann ja nichts schief gehen. Gehen wir jetzt oben lang oder was ist unser Plan? Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Oh, oh, oh. Klettern. Ich bin erstmal mit Klettern beschäftigt. Oh, oh. Keine Sorge, falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Uniten, wenn sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir. Oh oh. Was? Lala! Na toll. Na toll. Wir sind stehen geblieben. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Ich hab mich zu sehr auf den Gegner konzentriert. Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Uniten, wenn sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und was zum...
Ja, springen! Nein. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Hier weiter hangen. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen mich! Oh, Kacke. Jetzt los! Jetzt! Halt! Warte! Hab ihn fast! Ich seh's. Halt! Warte! Warte! Ne, mach! Der Weg müsste frei sein. Spitzenklasse. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Ach du Scheiße, Lara, hinter dir. Auf. Ich krieg dir das Gelenk. Ergib dich. Nein. Das war hart vorbei. So knapp. Na komm. Hoch hier, Lara. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Ich verschwinde. Aber die Shit. Holy Shit. Ja. Komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Mir bricht der Boden unter den Füßen weg. Ja, wo soll ich hin? Verdammt. Das war wohl nix. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Warte hier. Bing! Da war noch eine Plattform, die ich mitnehmen müssen. Eindringling! Lara, es sind zu viele! Bitte von da! Nein! Nicht schon wieder denselben Fehler. Ich bin zu hastig mit dem Springen. Zu viele! Tops! Oh, Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Wo geht's lang? Hier! Hier! Ich hab doch eh gedrückt! Das ist die Wand, da muss ich hoch! Lara, es sind zu viele! Kacke. Ja, komm. Rüber hier. Und hoch. Nein. Was? Warum? Warum denn nicht? Wir kleben doch schon an der Wand. Wir haben Gesellschaft. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Unter ihm! Nein, komm! Und hoch hier! Sehr schön. Okay, ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Wenn die da auch solche großen Klopper haben, kann das ja nur böse werden. Irgendwann, früher oder später, werden wir ja gegen den Riesen mit der Keule kämpfen müssen. Das wird wohl irgendwann passieren. Vielleicht aber noch nicht jetzt. Kaverneneingang. Ist das ein Sackgasse oder? Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher.
Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Leben hat das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Ihn jetzt abschießen müssen. Ich geh dir mit der Fackel. Jetzt töte ich dich. Das ist Vladimir. Genau. Dimitri. Das hat ja sehr gut geklappt. Bringt sie zu mir. Den Anführer, nicht den Fackelträger. Ach Mann. Jetzt werden wir auch auf dem Scheiterhaufen dran. Hast du toll gemacht. Ganz toll. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Sam, es tut mir so leid! Sieh mich an! Sieh mich nur an, okay? Na toll. Das Schwimmbad Blut. Wir prüfen das. Oh, wir haben Waffen wieder. Sehr toll. Wir haben wahrscheinlich keine Pfeile. Okay, das ist ja richtig widerlich hier. Nur schnell weg hier. Ich brauche die Wumme. Oder wie kann ich das hier? Lager. Sehr schön. Gibt's Pfeile. Und ein Buch. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt.
Wahnsinn. Beherrscht diesen Ort. Hier haben wir was Neues. Messias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Kämpfen drin hey, oder was? Er bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord sind, sind wir tot. Feind zu betäuben, indem sie einen Feind zu Knierrahmen umschalt und F. Okay. Würde ich mir bestimmt nicht merken. Nur gut, da mal drauf gelevelt zu haben. Okay, weiter geht's. Ich komme bald hier mal raus. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Kommen die jetzt zu uns oder was? Ich dachte, es explodiert und war hier. Und mit der Flamme hier im Gas rumlaufen ist bestimmt auch gut. Wo ist Gudrun? Zeig dich. Ja, Gefangene umbringen ist nicht gerade clever. Nicht gerade edel, aber wir lösen sie ja nur. Okay, damit können wir nichts anfangen. Wertlose Kiste. Okay, gut, Cash. Okay, wo ist der Typ hin, der hier rumrennt? Oh, Scheiße! Noch ein Geocache. Als ob hier mal Geocache hingeht. Okay, wie kommen wir hier raus aus diesem Höllenpfuhl? Okay, ich glaube, die zu guten gibt es da nichts bei denen.
zur Wurst genommen, wo finden wir den? Achso, hier waren wir schon mal. Wie kommen wir aus dem Labyrinth raus? Hier waren wir auch schon. Mit relativer Sicherheit. Und hier irgendwo hoch. Hier waren wir noch nicht. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Okay, aber wo sollen wir dann dem Licht folgen? Haben wir wirklich her. Die Tür davon ist verschlossen. Und da haben wir die Wumme wieder. Die haben wir natürlich nicht. Und noch einen Pfeil. Achso, hier. Na toll. Sinnvoll genutzt, im Fall. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, das wird nicht so lange Zeit. Verdammt. Das war ein Fehler. Das haben wir auch nicht Lärm gemacht. Oh, Kacke. Kriegt er aber den noch nicht. Ein bisschen könnten wir den noch. Da können wir uns hin mehr, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir sollten die vorbeilaufen lassen. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Hey, du bist ein Brett durcheinander. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Verdammt. Some fuck up. Komm hier hoch. Scheiße, Mann. Oh, hier. Oh, hier. Verdammt.
nicht. Ich habe schon versucht, durch zu schleichen, aber die sitzen dort genau im Weg. Wie soll ich an denen vorbeikommen?